Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil der Videoserie, in der ich mir einen runden Esstisch aus Holz selber baue. Schön, dass ihr bei dem Teil auch wieder dabei seid. Im letzten Teil haben wir die Tischplatte verleimt. Das ist jetzt, wie sagt man, trocken, ausgehärtet, abgebunden, kann man jetzt nennen, wie man will. Aber es gibt noch so viel zu tun. Was zum Beispiel gleich auffällt, ist dieser Riss. Der muss zum Beispiel stabilisiert werden, sonst bricht der Tisch irgendwann mal, krass gesprochen, in der Mitte auseinander. Dann haben wir natürlich hier Leimüberstand ohne Ende. Den müssen wir auch noch irgendwie wegbekommen. Und dann haben wir natürlich noch Dutzende von Astlöchern, die wir auch irgendwie füllen müssen. Und das sind jetzt nur mal die Sachen, die die Tischplatte angehen. Ja? Vom Fuß und dem ganzen anderen Rest nur gar nicht gesprochen. Ja, wie gesagt, das Erste, was wir machen, ist, dass wir mal den Leimrest kurz einfach so grob abschleifen. Und dann werden wir uns mal um die sogenannte Stabilisierung der Tischplatte kümmern, dass diese Risse, die jetzt ganz klein sind, die aber plötzlich ganz groß und problematisch werden können, nicht auftreten. So, hier sehen wir jetzt die ganzen Leimpoppel, die müssen natürlich weg. Falls euch übrigens wundert, warum dieser Esstisch so viele Videoteile hat, ich habe mich diesmal entschieden zu zeigen, wie man wirklich einen Tisch baut und nicht mit, ich habe mir dann Holz zugeschnitten, habe das verleimt, dann habe ich die Oberfläche gespachtelt, Füße dran geschraubt und da, fertig ist der Esstisch. Also ich zeige euch hier in der Videoserie, wie Heimwerk oder Handwerk wirklich läuft. Also was man sich wirklich für Ideen machen muss, welche Ideen man oder welche Gedanken man sich überhaupt machen muss, wie ich Entscheidungen treffe, ja, und nicht eine beschönigte Version. Ich finde, da ist wenig Wert drin, wenn man einfach nur sieht, was geht. Also, was heißt wenig Wert? Gibt Leute, ich finde das auch schön anzuschauen, aber man nimmt halt nichts mit. Und deswegen habe ich mich bei der Videoserie entschieden, das einfach mal ausführlich zu machen, dass man mal sieht, was gehört alles dazu, so einen Tisch zu bauen. Und vielleicht könnt ihr auch das eine oder andere für euren Esstisch mitnehmen. Tischplatte ist soweit fertig geschliffen. Das ist der erste Schliff von ganz vielen. Und jetzt müssen wir uns diese Holzteile zuschneiden, dass wir diese Risse oder diese entstehenden Risse hier auf der Tischplatte stabilisieren können. An dem Teil zeige ich euch jetzt ganz kurz, was ich mit stabilisieren meine. Schaut ihr mal, wenn ich hier, ich könnte das wegbrechen. Wenn ich hier fest genug drauf drücke, könnte ich das anhand oder entlang dieses Risses problemlos abbrechen. Und dass das nicht abbricht, müssen wir eben in regelmäßigen Abständen hier diese Bowties einsetzen. So, ich habe dann gesagt, machen wir mal 15 Stück, dann haben wir auf jeden Fall genug. Ich schneide erst einmal ein Stück hier runter, dass wir die Rohlinge machen können. Das müssen wir jetzt auftrennen. Kann ich endlich mal meine selber gemachte Bandsäge nehmen und schauen, ob die auch wirklich so gut funktioniert. Also, dann halbieren wir das Ding mal. Wie gesagt, kriegen wir da schöne, fette Bowties raus. Easy! Und vor allem, ich weiß nicht, woran es liegt, ich möchte meine Kaufbandsäge jetzt nicht schlecht machen, aber meine Kaufbandsäge hat ein Holz, it so gleichmäßig auftrennt wie die. Vielleicht war mein Anschlag, ich weiß es nicht. Aber ganz ehrlich, geil. Also ich muss sagen, erster Versuch, mega geil. Ja, könnt euch die Bauanleitung runterladen, ja. Lohnt sich, wie man sieht. Jetzt ist die Frage, wie groß macht man diese, wichtig ist übrigens, gell, dass diese Faser in die Richtung läuft. Und so müssen wir diese Bowties auch machen. Nicht, dass ihr jetzt irgendwie anfangt, dagegen die Faser. Wer weiß, was ihr Schlingel daheim so macht. Jetzt müssen wir mal schauen, wie lange wir die machen wollen. Zu lang will ich sie auch nicht machen. Da ist der Riss. Da habe ich schon was anzeichnet. Weißt du, wenn wir die so 7 cm lang machen? Das probieren wir jetzt mal. Das probiere ich jetzt aber mit einem Abfallmaterial, die Größe. Sonst verschneide ich mir Material. Seht ihr, und das sind halt genau die Sachen, die Überlegungen jetzt,
die in so einem, ich habe mir eine Tischplatte verleimt, Füße drunter geschraubt und fertig ist mein Tisch-Video halt nicht mitbekommt. Jetzt dürft ihr mir sagen, ist es für euch von Wert oder eher nicht? Ich habe jetzt mal zwei Breiten geschnitten, dass wir das ein bisschen testen können. Und jetzt zeichne ich mir einfach die genaue Hälfte von diesen Teilen an. Jetzt messe ich erstmal, ich habe hier 70, also muss ich mal 35 einstellen. Dann zeichne ich mir hier einfach einen Strich an. Wieso, weshalb, warum? Das sehen wir jetzt gleich. Für diese Bauteile habe ich mal so eine kleine Vorrichtung gemacht. Da ist sie. So steht auch schon drauf, Bauteil 7 Grad. Das heißt, ich habe eine 7 Grad Schräge. Also muss ich mir so einstellen, dass ich hier quasi schon leicht die Ecke ansäge. Probieren wir jetzt mal. Und dann genau bis zur Hälfte. So, das sind jetzt meine zwei Modelle. Das ist das bisschen breitere. Bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, aber ich denke, das schmale ist eigentlich ganz okay, oder? So irgendwie. Ja, ich nehme das breitere, dass es wirklich hält. Gut, dann können wir sie mal einsetzen. Wie werden sie mit der Hand einsetzen? Also wir werden sie mit der Hand fräsen und dann nachstemmen. Für den einen oder anderen, der sich jetzt fragt, ja, warum macht man sich denn die Arbeit? Das ist ja alles hier erheblich Arbeit. Warum nimmt man das Holzstück überhaupt, wenn es schon bricht, und nimmt nicht ein anderes Holzstück? Das ist natürlich eine sehr gute und auch eine sehr berechtigte Frage. Für mich persönlich ist es so, dass gerade diese Stücke wie das hier, das ist quasi die Baummitte und die reißt immer. Die Baummitte hat halt immer schöne Äste drin und ich möchte diese Äste haben. Also muss ich dann halt auch in den sauren Apfel beißen, wie jetzt bei der Platte, die ich euch vorher gezeigt habe, die eigentlich schon abbrechen möchte, dass ich die stabilisiere, um sie in meinem Tisch zu haben. Also das ist eine bewusste Entscheidung, nicht ich habe zu wenig Eiche da, sondern das ist eine bewusste Entscheidung, dass ich diese Fehlstücke in meinen Tisch einbaue und diese Dinge in der Sichtseite einsetze. Also das ist eine bewusste Entscheidung,
um eben Leuten wie euch, die vom Handwerk eine Ahnung haben oder jemand, der mal zu mir nach Hause kommt und sich hinsetzt und sieht, oh, das ist ein Handwerkstisch, das ist nicht irgendwie ein Möbelhaustisch, das ist ein Unikat, diesen Tisch gibt es auf der Welt so nur einmal. So, jetzt dazu, wie ich diese Bowties einarbeite. Natürlich schaue ich habe hier mehr oder minder zwei Risse, das ist der Hauptriss, also gucke ich, dass ich so ungefähr hier in der Mitte mit meinem Bowtie bin. Jetzt kann ich es natürlich noch ein bisschen schräg machen, ich passe jetzt hier der Rundung von dem Tisch an. Und dann nehme ich ein völlig normales Teppichmesser. Ihr seht, das Bowtie ist auch nicht bearbeitet, das sind die Sägemarken von der Bandsäge, weil es gibt Leute, die chiseln das nach. Ich habe die Erfahrung gemacht, das braucht es gar nicht. Jetzt nehme ich ein Teppichmesser und kratze mir hier einfach den Umriss von meinem Inlay hier an. Das sollte natürlich nicht verrutschen, während ich diese Arbeit mache, weil auf diese Markierung beziehe ich mich dann auch mit dem Stemmeisen. Das sollte dann schon passen. Und hier sieht man dann den Anriss. Und was ihr jetzt hier seht, muss ich ungefähr 12 Mal machen. Also beim letzten Tisch war ich pro Inlay ungefähr 20 Minuten beschäftigt. Insgesamt beim letzten Tisch 5 Stunden nur diese Inlays zu machen. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, mir ist es das wert. Ich habe Zeit, ich mache das gern, ich habe da kein Problem. So, und das, um das grobe Material wegzunehmen, nehme ich mir jetzt die Fräse zu Hilfe und fräse das grob mit der Hand weg. Und den Rest machen wir dann mit dem Stemmeisen. Dann nehme ich jetzt meine kleine leichte Makita-Kantenfräse und noch diese Vorrichtung, die ich mir mal gebaut habe. Ich glaube sogar genau für den Zweck. Dann ein 6 mm Nutfräser. 6 mm deswegen, kleiner Radius. Und ich kann damit sehr nah an die Ecken fahren. Also muss ich mit dem Stemmeisen einfach weniger ausstemmen nachher. Dann muss ich die Tiefe noch festlegen. Mein Inlay ist hier, ich glaube, irgendwie so 20 mm. Da hätte ich mal gesagt, so 17 mm gehe ich tief mit dem Inlay rein. Maß stelle ich mir so ein, ich nehme einfach zwei Inlays, ziehe die Oberfräse ein bisschen zurück, zu, und das ist meine Tiefe. So sieht's aus. Ihr seht, so nah bin ich an die Linie gar nicht hingegangen. Passt natürlich noch nicht rein. Den Rest muss ich jetzt mit der Hand ausstemmen. Jetzt steche ich mir die Linie komplett rundherum einmal mit dem Stecheisen an, damit die klar zu sehen ist und ich auch genau weiß, wo ich jetzt gleich stemmen muss. Sonst wäre es blöd. Kann ich meinen Anriss mit dem Messer einhaken. Einmal drauf. So. Dann können wir dann nämlich dann gleich den Rest wegstemmen. Kann ich meinen Werkstatthocker mal einsetzen, den ich mit dem Igor damals gebaut habe. Perfekte Höhe. Aber ihr seht, das dauert jetzt halt. Ich sitze jetzt hier halt wahrscheinlich wieder 3, 4, 5 Stunden dran und mache in völliger Ruhe jetzt einfach mit dem Stemmbeitel diese Ausschnitte für meine Inlays. So, soweit ist mal fertig. Dann probieren wir, ob das reingehen würde. So, da ich das in meinem Leben nicht zum ersten Mal mache, hätte ich mal gesagt, das kriege ich reingeklopft. Jetzt müssen wir aber kurz diese Seiten noch anfasen, dass wir es leichter reinkriegen. Dazu spanne ich mir das Bauteil einfach hier ein, nehme einen Stechbeitel und fasse es so Pi mal Auge an. Es geht bloß darum, dass wir es jetzt einfach gleich leichter angesetzt kriegen. Um mehr geht es gar nicht. So, nein damit. Wie ihr seht, mein Grund ist bis in die Ecken hin wirklich ausgestemmt. Geht einfach darum, wenn hier noch Brösel liegen, dann kann das Bauteil nicht den Boden berühren und dann hat man nicht die Dicke, die man eigentlich vorher geplant hat. Also da muss man schon darauf achten, dass das hier alles wirklich auch in den Ecken super sauber ausgearbeitet ist.
die Flasche wechseln müssen, weil der andere Leim einfach schon eintrocknet war. Weil ich das so lange noch mal gebraucht habe. Kommt jetzt hier gut Leim rein. Das verteilen wir in dem Fall auch mal schön. Dann kommt unser Bauteil. Wir müssen natürlich merken, in welche Richtung wir den, wenn wir den jetzt so drauflegen und markieren und wir klopfen so rein, kann es Probleme geben. Deswegen immer markieren, wie rum er das gemacht hat. So, und jetzt. Aua! So, man hört gleich, wir klopfen auf Holz wörtlich. So, das ist drin. Das geht auch nie wieder raus. Dann hobel ich da gern zwei, dreimal drüber, einfach um den groben Überstand abzunehmen. Geschliffen wird sie nachher sowieso noch. Na, vielleicht gehe ich ein bisschen tiefer nachher mit der Fräse. Ist auf jeden Fall kein Schaden. Und ich sage euch ganz ehrlich, mir macht diese Arbeit sehr, sehr viel Spaß und ich genieße das auch richtig. Das ist wirklich jetzt nichts für mich, wo ich sage, oh scheiße, ich muss die Inlays reinfräsen. Nee, ich mache das richtig gern. Das macht Spaß. Ich werde euch ja nicht alle 15 zeigen, das heißt wahrscheinlich die restlichen 12 werde ich hier in völliger Ruhe, Musik an, werde ich hier ganz in Ruhe sitzen und werde das mit einer Hingabe machen, weil das ist das, was ich an diesem Hobby oder an diesem Handwerk so schätze. Dieses auch, diese meditative Komponente, du sitzt dran, nur für dich alleine, hast deine Gedanken oder auch nicht, konzentrierst dich auf dein Handwerk. Das macht Spaß, ich lebe dafür. So, wir kommen dem Ende näher. So sieht es jetzt fertig aus. Ich achte natürlich darauf, dass ich hier keinen Spalt habe, hier keinen Spalt, hier und hier. Man hat natürlich immer minimalste Spalte hier zum Beispiel. Also das ist wirklich mikroskopisch klein oder hier. Aber das wird nachher verschliffen. Also das wird geölt und verschliffen. Und dann setzt sich das hier in die Poren rein. Und dann siehst du am Schluss hier überhaupt nichts mehr. Ist man jetzt Anfänger und man hat hier einen Millimeter Spalt, ist das auch kein Problem. Kriegst du auch irgendwie zugeschliffen. Also macht euch da keine Sorgen. Probiert Dinge aus, wenn es dich gleich beim ersten Mal ausschaut wie bei mir. Ist das kein Problem. Jeder fängt irgendwann mal an. Und wenn man anfängt, ist man einfach nicht so gut wie jemand, der schon fortgeschritten ist. Deswegen fangt einfach mal an. Besser, kann ich euch aus meiner Erfahrung sagen, werdet ihr von ganz allein. Bauteil 1 von 8 ist fertig. Die restlichen mache ich jetzt. Für alle Inlays habe ich jetzt ungefähr 4 Stunden gebraucht und es schaut so geil aus.
Das ist jetzt mal die Seite, die, als ich hier gedrückt habe, hier ist auseinandergegangen ist. Und ihr seht, da geht jetzt gar nichts mehr auseinander. Und wenn das dann nachher geschliffen und geölt wird, das wird so geil ausschauen. Natürlich sind unten auch Inlays drin, die wird man dann wahrscheinlich nicht sehen, spielt aber keine Rolle. Das sind ja funktionale Teile. Aus dem Grund habe ich eben auch unten stabilisiert. Und jetzt kannst du wirklich an der Bohle, an dem Stück ziehen, da bewegt sich gar nichts mehr. Und deswegen nennt man es auch das Holz stabilisieren, weil jetzt ist es wieder fast wie ein solides Holz. Dann können wir direkt weitermachen. Es gibt noch einiges zu tun. Diese Astlöcher werden wir noch füllen müssen. Der ganze Tisch wird geschliffen. Machen wir beim Bekannten am Breitbandschleifer. Dann die beiden Hälften verleimen, den Kreis ausfräsen. Also es gibt wirklich noch etliches zu tun. Und falls das die Sache ist, die euch interessiert, habt ihr mehrere Möglichkeiten. Kanal abonnieren oder in der Videobeschreibung schauen. Da ist der nächste Teil verlinkt, sobald er online ist. Und die ganze Playlist zum Bau des runden Esstischs aus Holz. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Teil. Servus.